einfädelt beim zweiten Tor. Henrik Christoffersen ist draußen, Zennhäusen immer noch weit vorn und jetzt kommt der Mann, den es zurzeit ganz einfach zu schlagen geht. Marco Schwarz, der ist dermaßen gut drauf. Er macht keine Fehler, er fährt minimalistisch effizient. Aber was der hat, das ist eine unglaubliche Klarheit. Ich staune auch bei seinen Interviews. Klarer Blick, klare Worte und genau so fährt er ab. Er hat irgendwie keine überflüssigen Bewegungen, keine überflüssigen Gedanken. Alles ist hocheffizient. Ja, das ist ja schon gesehen, junge Jahre, also ist Jahrgang 95, also ist nur ein junger Athlet. Das ist schon dazu mal, ich weiß, so ein Renner wie Oberrecken, ganz flach, ist er durch die Tore geschlichen und immer gesehen, Mann, unglaublich, dass er schnell ist, aber eben effizient. Ja, wirklich, der Neu vom Ramon müssen wir schon erwähnen, das ist wirklich also ja, super Vorstellung. Jetzt langsam auf den Schild, auch wenn Schwarz da unten, du hast es ja gesagt, da war ein Fehler drin bei Zennhäusen, trotzdem ist Zennhäusen gleich auf mit dem überlegen Führenden in der Slalomwelt, Marco Schwarz, der hier die Spitzenposition hauchdünn übernimmt. Das ist halt, wenn er anrutscht, der Marco Schwarz ganz hoch mit dem Tor da, ist das sehr effizient. Er braucht durch das auch wenig